Einen wunderschönen guten Abend Ihnen allen. Herzlich willkommen bei Ron. Diese Woche, die beginnt ja schon ereignisreich. Entsprechend ist es auch in unserer Sendung, Marcel. So ist es. Und zwar haben wir heute nicht nur viel, sondern auch viel Positives. Der Impfstoff hat heute noch mal einen Riesenschritt nach vorne gemacht. Außerdem werden die Tage ab heute wieder länger. Und im Eiskunstlauf, da gab es gleich zweimal Edelmetall für die Mannheimer. Das alles sehen Sie jetzt bei Ron. Ein wichtiger Zwischenschritt ist getan, um Covid-19-Impfungen in Deutschland und der Metropolregion Rhein-Neckar entsprechend überhaupt erst möglich zu machen. Die EU-Arzneimittelbehörde EMA hat nämlich heute grünes Licht erteilt für den Impfstoff von BioNTech und Pfizer. Also die ersten Lieferungen, die sind schon unterwegs. Sarina Aschmann fasst zusammen. Die Ausschüsse haben daran gearbeitet, dass das Tempo der Entwicklung und Zulassung angemessen ist. Aber wie wir sehen, gibt es hier berechtigte Besorgnisse seitens der EU-Bevölkerung. Unsere Daten erfüllen die Standards für Robustheit und Qualität. Das ist eine der größten Impfstoffstudien überhaupt. Der Startschuss ist also nur noch eine Frage der Zeit. Und das Heidelberger Impfzentrum ist auf ihn vorbereitet. Menschen, die in Nordbaden-Württemberg leben, also von Mannheim bis Buchen, können sich in der Patrick-Henry-Village impfen lassen. Voraussetzung ist? Nur die, die eine Einladung bekommen haben. Es geht jetzt erstmal darum, vor allem die Ärzte, die wichtigsten Personengruppen, die sozusagen in den Kliniken arbeiten, zu schützen und die Menschen zu impfen, die einen besonderen Schutzbedarf haben, also gerade die hochaltrigen Menschen. Oder die, die eine besondere Vorerkrankung haben. Laut einer Studie der Universität Heidelberg wollen sich nur 46% impfen lassen. Trotz steigender Infektionszahlen und der Aussicht, dass ein Impfstoff in Kürze zur Verfügung stehen wird. Darum schlägt Politiker Christian Bald auf Alarm und fordert die Landesregierung zu einer Kampagne für die Corona-Impfung auf. Also so eine Kampagne sollte begleitet sein durch eine gute offensive Werbemaßnahme, die so aufbereitet ist, dass es nicht nur heißt, geht impfen, sondern dass auch über Erklärungen, Erklärvideos, andere Dinge die Vorteile dargestellt werden. Das würde die Grundlage für eine hohe Impfrate legen. Sobald die EU-Kommission die Zulassung genehmigt hat, steht dem Beginn von Corona-Impfungen in der EU dann nichts mehr im Wege. Kurz vor Heiligabend, also so etwas wie ein vorgezogenes Weihnachtsgeschenk. Ein großes Fragezeichen in der ganzen Geschichte, das ist aber aktuell die Mutation des Coronavirus. Caroline Unger hat sich mit dem Hygieniker Georg Christiansen unter anderem darüber unterhalten. Kurz vor dem Impfstart in Deutschland verunsichert jetzt die Nachricht über eine Coronavirus-Variante in Großbritannien. Frage an Sie, Dr. Zinn, als Hygieniker, für wie gefährlich halten Sie diese Mutation? Also es ist momentan noch sehr schwer einzuschätzen. Was wir bisher wissen, ist, dass das Virus, diese Mutation, tatsächlich wesentlich ansteckender ist. Wir wissen nicht, dass die Krankheitsverläufe wirklich schwerer sind, aber es macht einem schon Sorge. Momentan ist die Situation noch ziemlich unklar. Können jetzt Grenzschließungen, wie ganz eilig beschlossen, diese Mutation überhaupt noch aufhalten? Oder können wir eigentlich davon ausgehen, diese Mutation ist schon in Deutschland auch vorhanden? Also im Lauf des Tages hat sich jetzt heute gezeigt, dass wir anscheinend mehrere dieser Mutationen schon in Europa haben, in Dänemark, in Niederlanden, Belgien. Insofern glaube ich nicht, dass wir das noch aufhalten können. Das war aber wahrscheinlich der unklaren Situation gestern nach dem Pressekonferenz der britischen Regierung geschuldet, erstmal zuzumachen. Was bedeutet jetzt diese Entwicklung von einer neuen Mutation für die deutsche Corona-Strategie? Ich glaube nicht, dass die Strategie jetzt erstmal grundsätzlich geändert wird. Es zeigt aber, wie wichtig es ist, wirklich Weihnachten da zu bleiben, wo man ist. Großer Weihnachtstourismus, ja, an den Flughäfen war jetzt am ersten Wochenende vor Weihnachten, am letzten Wochenende vor Weihnachten wahnsinnig viel los. Das ist falsch und insofern müssen wir wirklich gucken, die Maßnahmen müssen absolut streng eingehalten werden, sonst kriegen wir noch schärfere Maßnahmen, das muss uns klar sein. Und was heißt das bezüglich auch der Impfungen? Sind die dann überhaupt noch wirksam? Also da kann man ein bisschen Entwarnung geben. Alle Nachrichten von den Experten, auch aus Großbritannien, sagen, dass die Impfungen sehr wahrscheinlich gut wirken. Insofern wirkt sich diese Mutation nicht auf die Impfprävention aus. Ich hoffe, es bleibt dabei. Und wie groß schätzen Sie die Gefahr ein von weiteren Mutationen?
Da müssen wir von ausgehen, wobei mittlerweile wissen wir, dass das Coronavirus eher träge ist bei Mutationen. Ganz sicher werden wir in den nächsten Monaten und Jahren noch von anderen Mutationen hören. Ich hoffe, keine, die die Impferfolge wirklich in Frage stellen. Herr Dr. Zent, vielen Dank für die Informationen und das Gespräch. Weitere Nachrichten rund um das Coronavirus haben jetzt Julia Schmidt und Alicia Beisel zusammengefasst. Kostenlose Schnelltests. Am 23. und 24. Dezember bietet das Sozialministerium Baden-Württemberg in über 120 Städten und Gemeinden kostenlose Antigen-Schnelltests an. In Buchen wird es dagegen keine Schnelltests geben. Landrat Dr. Achim Brötel reagiert damit auf die stark gestiegenen Infektionszahlen. Dadurch soll verhindert werden, dass ein negatives Testergebnis zum Freifahrtschein wird und ein falsches Sicherheitsgefühl vermittelt. Interesse wächst. In Rheinland-Pfalz steigt die Nachfrage nach Antigen-Corona-Tests vor Weihnachten deutlich an. Auch verschiedene Arztpraxen werden vermehrt von Privatpersonen angefragt. Die Tests in den Arztpraxen sind aber hauptsächlich Menschen mit Symptomen vorbehalten oder wenn diese Kontakt zu einer infizierten Person hatten. Ohne Symptome muss man ein Testzentrum aufsuchen, um den kostenpflichtigen Antigen-Schnelltest durchführen zu können. Angespannte Situation. Für Asylsuchende verschärft sich die Situation aufgrund von Corona. Das erklärte der Flüchtlingsrat Baden-Württemberg. Viele Programme haben einen Aufnahmestopp, zudem gäbe es Ungerechtigkeiten von Hilfszahlungen. Auch das System der Massenunterbringung sei gerade was Corona-Ausbrüche betrifft nicht förderlich. Rheinland-Pfalz plant das Aufstellen von Containern. Bei einer möglichen Quarantäne können somit kleinere, voneinander abgrenzende Wohneinheiten gebildet werden. Auch Speyer steht in der Diskussion für eine solche Erweiterung. Jetzt blicken wir nach Ludwigshafen. Die Polizei bittet Sie um Ihre Mithilfe, denn am Vormittag war dort eine Straßenbahn auf der Karl-Bosch-Straße in Richtung Brunkstraße entgleist. Dabei wurde ein Fahrgast leicht verletzt. Da die Bahn stadteinwärts die Brunkstraße blockierte, mussten die Beamten den Verkehr über die Sternstraße umleiten. Warum es zu dem Vorfall kam, ist noch unklar. Daher sucht die Polizei nun Zeugen, die das Geschehen beobachtet haben und sachdienliche Hinweise geben können. Wie hoch der mögliche Sachschaden ist, kann noch nicht beziffert werden. Ab heute geht es ja bergauf und damit meine ich jetzt nicht, dass der Impfstoff quasi grünes Licht bekommen hat. Nein, die Tage werden von nun an ein halbes Jahr lang länger. Toll, oder nicht? Max Peter war auf Stimmenfang. Der 21. Dezember 2020. Dunkel, winterlich, ungemütlich. Zudem der kürzeste Tag des Jahres. Zumindest auf der Nordhalbkugel der Erde. Doch gleichzeitig markiert das Datum auch einen wichtigen Wendepunkt. Die Corona-Pandemie und die winterliche Dunkelheit drücken dieses Jahr ganz besonders aufs Gemüt. Auch die kurzen Tage hier in Heidelberg ist die Sonne heute zum Beispiel um ca. 8.19 Uhr aufgegangen und um 16.29 Uhr wieder unter. Ab jetzt wird es aber besser, denn die Tage werden länger. Der Grund dafür ein ganz besonderer Moment. Bevor wir uns diesen näher ansehen, habe ich die Menschen in Heidelberg befragt, was am 21. Dezember 2020 Besonderes passiert. Keine Ahnung. Keine Vorstellung, was sein könnte heute. Geben Sie mir mal eine Richtung. Astrologie. Was ist heute? Sonnenwende. Wintersonnenwende, oder? Richtig. Was bedeutet das für Sie? Dass die Tage wieder länger werden und der Frühling bald kommt. Richtig. Es ist Wintersonnenwende. Der Tag, an dem der Nordpol am weitesten von der Sonne weggeneigt ist. Bedeutet, die Sonne hat die geringste Mittagshöhe. Der Tag ist der kürzeste des Jahres. Nach dem 21. wandert die Erde weiter. Die Nordhalbkugel dreht sich langsam wieder der Sonne zu. Die Folge? Die Tage werden von Woche zu Woche länger. Die Wintersonnenwende, für viele also nicht nur der kalendarische Winteranfang, sondern auch der erste Schritt Richtung Frühling. Ein Lichtblick in diesem ganzen Chaos. Ich bin ja Gärtner und plane jetzt schon die neue Gartensaison. Also da hat es schon eine Bedeutung, wenn die Tage wieder der Tiefpunkt sozusagen erreicht ist und es wieder bergauf geht. Ich freue mich drauf. Manche sagen, dass eventuell das Bewusstsein von den Menschen langsam aber sicher etwas aufgehellt wird, worüber man sich ja freuen kann. Aber ob es so ist, weiß ich nicht. Aber es ist heute ein besonderer Tag. Ciao! Dann kann es ja kommen, das neue Jahr 2021. Mit viel Frühling und Sommer und einem Weg aus der Corona-Pandemie. Was das Wetter mit uns macht, darüber sprechen wir mit Sonja Tolewski. Sie ist Diplompsychologin und
Es wird heller, das ist schon mal gut, aber ab wann wird es denn für uns auch wirklich angenehm von der Länge der Tage her gesehen? Das ist ganz interessant, dass das schon unsere Vorfahren sich damit beschäftigt haben und eigentlich merkt man das so richtig, glaube ich, nach Fasnacht, dass es da immer weiter bergauf geht. Bis dahin wird ja dann noch der Winter ausgetrieben und ich glaube, dass wir es da spätestens dann auch mitbekommen. Ja, also dann merken wir es zumindest auch schon mal von der Länge der Tage. Aber was macht das denn psychologisch mit uns, wenn wir wissen, so heute ist der kürzeste Tag des Jahres und danach geht's bergauf? Sie sagen es ja wortwörtlich, danach geht's bergauf. Also das heißt, wir haben dann schon das Bergfest der Dunkelheit erreicht. Und allein die Information macht natürlich was mit uns, dass es einfach bergauf geht. Das hört sich auch schon besser an, wie es wird immer dunkler und dunkler. Das ist eine ganz kleine Information, aber die bedeutet Hoffnung. Wie wichtig ist denn dieser mentale Aspekt, wenn wir auch überhaupt mal so unser Wohlbefinden auch mit ans Wetter möglicherweise koppeln? Der mentale Aspekt als solches ist von einer unglaublichen Wichtigkeit, weil wenn Sie mal genau hinschauen, wir beschäftigen uns die meiste Zeit mit was wäre, wenn nicht, also im Kopf, ne? Also wir sind damit beschäftigt, immer die schlimmste Szenerie vor Augen zu halten. Also was wäre, wenn das und das passiert, anstatt eben darüber nachzudenken, was wäre, wenn etwas Schönes passiert. Die wenigsten von uns denken darüber nach. Und da ist eigentlich das Wetter auch gar nicht so wichtig, als vielmehr, dass das Wetter dann halt noch dazu reinspielt, dass wir uns noch mehr Gedanken darüber machen, was noch Schlimmeres passieren könnte. Also ein positives Mindset, das spielt schon mal eine ganz wichtige Rolle, um dann jetzt vielleicht auch noch durch diese dunklen, noch anstehenden Tage zu kommen. Was ist denn Ihre Empfehlung, dass wir eben die Zeit dann, sagen wir mal, bis fast nach Karneval dann auch noch richtig positiv durchleben? Ich würde immer dazu raten, dass Sie das wählen, was Ihnen am meisten auch Freude bereitet. Das ist natürlich im Moment ein bisschen schwierig, dadurch, dass Sport und so weiter nicht geht. Aber es gibt da ganz interessante Studien, zum Beispiel auch über Musik. Ja, wenn Sie Musik hören aus einer Zeit, wo es Ihnen unglaublich gut ging, dann macht es was mit Ihnen. Also dann kommen Sie wieder in den Anschluss der Kraft von damals. Also jetzt wirklich auch in die Kiste reinzugreifen, wo Sie sich mit Musik berieseln lassen können, die Ihnen zu irgendeiner anderen Zeit unglaublich viel bedeutet hat. Und zwar nicht Herzschmerz, sondern wirklich Freude. Hm. Und das ist etwas, was man sehr schnell regeln kann und was auch wirklich ganz schnell so einen Stimmungswechsel reinbringt. Wunderbar, dann drehen wir heute also alle kollektiv ein bisschen die Boxen auf. Frau Tolewski, danke Ihnen vielmals für Rat und Tat. Alles Gute. Sehr gerne, danke. Das Gespräch haben wir kurz vor der Sendung geführt. Was bei mir im Übrigen immer funktioniert, das ist Bon Jovi, Living on a Prayer. So viel dazu. Ja, kalendarischer Winteranfang, das ist ja eben auch angeklungen. Also bleiben wir auch mal beim Thema Wintersport und gehen aufs Eis. Nathalie Weinzierl, die Mannheimerin, ist ja als Favoritin in diese deutschen Meisterschaften im Eiskunstlaufen gestartet. Aber so ganz hat sie dann auch die eigenen Erwartungen nicht erfüllen können. Sie wurde Zweite, immerhin, und verpasste dadurch ihren dritten nationalen Titel. Die Kür, die verlief durchwachsen, womit sie dann ihre gute Ausgangslage nicht mehr behaupten konnte. Dennoch ist das Ergebnis aus Mannheimer Sicht ordentlich. Dora Hus nämlich ebenfalls vom ERC belegte den Platz 3. Und diese Austragung der deutschen Meisterschaften, die stand aufgrund der Corona-Lage in der Kritik. Eine Verschiebung sei aber finanziell nicht stemmbar gewesen, heißt es. Und Maximilian Wendel hat sich mit der Vizemeisterin Nathalie Weinzierl unterhalten. Nathalie Weinzierl, Sie sind als Favoritin in die deutschen Meisterschaften gestartet. Am Ende wurde es dann der zweite Platz, den dritten Titel somit verpasst. Wie ordnen Sie selbst das Ergebnis ein? Ich bin eigentlich hingefahren, gerade jetzt diese Saison auch wieder, um nochmal einen Titel zu gewinnen. Ich habe leider zu viele Fehler gemacht. Es war eine schwierige Vorbereitung aufgrund der ganzen äußeren Umstände. Es wurden viele Wettbewerbe abgesagt. Es ist ärgerlich, dass ich meine Leistung, die ich eigentlich kann, nicht zeigen konnte und es eben, sag mal, nur für den Vizemeistertitel gereicht hat. Sie haben diese schwierige Vorbereitung schon angesprochen. Wie haben Sie sich denn fit gehalten und auf dieses Event vorbereitet? Ja, also ich meine, im März wurden ja dann die Eishallen, also generell die Sportstätten geschlossen. Ich bin gleich in Athletikaufbau rein und wir haben dann auch wieder hier im August wieder Eis gehabt und ja, die Wettbewerbe, die ich gelaufen bin, waren dann halt nur hier in Deutschland und es wurden kurzfristig Wettbewerbe abgesagt, wo ich dann
da von einem auf den anderen Tag dann irgendwo noch nachgemeldet wurde, damit ich überhaupt noch Wettbewerbe laufen kann, und bin wirklich wesentlich weniger gelaufen, als ich ursprünglich geplant hatte. Und dadurch, dass ich auch die letzte Saison verletzt war, hat mir einfach auch noch ein bisschen die Wettbewerbsroutine gefehlt. Es gab auch Kritik, dass überhaupt die deutschen Meisterschaften stattfinden. Eine Verschiebung wäre aber aus finanzieller Hinsicht nicht möglich gewesen. Hätten Sie sich trotzdem eine Verschiebung gewünscht? Also ich für mich persönlich nicht, weil ich habe mich auf den Termin vorbereitet, und eine Verschiebung wäre auch wieder mit sehr großer Unsicherheit verbunden gewesen, weil man weiß ja nicht, ob sie dann wirklich auch stattfindet, weil wir können ja auch nicht planen, ob die Maßnahmen vielleicht doch noch verschärft werden, ob ein Hygienekonzept wieder genehmigt wird. Und insofern fand ich es für mich als Sportlerin gut, dass es stattgefunden hat, und auch für den Sport generell. Die Europameisterschaften sind aber schon abgesagt im Januar. Ja. Auch die Weltmeisterschaften stehen auf der Kippe. Wie bereitet man sich jetzt auf die nächste ungewisse Zeit vor? Also jetzt über Weihnachten habe ich erstmal ein paar freie Tage. Ein bisschen die Feiertage genießen, zur Ruhe zu kommen. Und dann muss ich für mich schauen, dass ich mich auf einen Zeitpunkt, beispielsweise Anfang, Mitte Februar, wettbewerbstechnisch vorbereite, damit ich fit bin, auch wenn vielleicht dann kein Wettbewerb stattfindet, weil sobald einer stattfindet, möchte ich auch laufen. Und es wäre ja schade und auch nicht gut, wenn ich dann nicht richtig vorbereitet wäre, auch wenn Weltmeisterschaften doch stattfinden würden. Aus Sicht des Stützpunktes war es dann Platz 2 und 3. Ist das ein Ergebnis, wo man dann aus Sicht des Stützpunktes dann mit leben kann? Ja, natürlich. Also ich meine, Platz 2 und 3 ist ein sehr gutes Ergebnis für den Stützpunkt. Und es zeigt auch, dass wir hier am Stützpunkt eine gute Arbeit leisten und dass auch Nachwuchs ein bisschen rankommt und vielleicht dann noch mehr kleine Mädchen für den Sport begeistert werden könnten. Vielen Dank und alles Gute für die Zukunft. Blick noch auf den Fußball-Zweitligisten SV Sandhausen. Der hat seinen Torhüter Martin Freisel suspendiert. Der Österreicher soll nämlich unmittelbar in der Vorbereitung zum Spiel gegen Holstein Kiel, so Zitat, unangenehm aufgefallen sein. Wir haben Stimmen eingeholt. War es war die Entscheidung unausweichlich, ihn hier komplett freizustellen? Also es war kein körperlicher Angriff, aber es war kurz davor. Und weitere Nachrichten aus der Welt des Sports fasst jetzt Philipp Köhlknackig zusammen. Kantersieg vor der Winterpause. Die Fußballfrauen der TSG 1899 Hoffenheim haben sich mit einem 5:0-Erfolg über den ersten FFC Turbine Potsdam in die Winterpause verabschiedet. Der Kantersieg war der 6. Erfolg in Serie und lässt die Hoffenheimerin in der Tabelle damit auf dem 3. Rang überwintern. Der Platz ist das Ticket zur Champions-League-Qualifikation. Also die Saison, die war ja aufgrund der Umstände mit Corona, war die schon sehr, sehr lange. Wir hatten eine kurze Sommerpause. Es war sehr intensiv. Jetzt gilt es auf jeden Fall, den Kopf frei zu bekommen und sich einfach mal zu erholen. Nach der Winterpause geht es für die TSG-Frauen am 7. Februar weiter. Dann empfangen die Hoffenheimerinnen Bayern 04 Leverkusen. Erneuter Triumph. Leichtathletik-Ass Malaika Mihambo ist erneut zur Sportlerin des Jahres gekürt worden. Die Weitspringerin, die schon vor einem Jahr in Baden-Baden den Titel verliehen bekam, setzte sich bei der Wahl der deutschen Sportjournalisten klar durch. Der Oftersheimerin gelang 2020 eine Weltjahresbestweite von 7,05 Metern. Kader bekannt gegeben. Der Trainer des Deutschen Handballbundes, Alfred Gislason, hat heute sein WM-Aufgebot für die Titelkämpfe im Januar in Ägypten präsentiert. Mit dabei sind mit Kapitän Uwe Gensheimer und Kreisläufer Yannick Kohlbacher zwei Spieler der Rhein-Neckar-Löwen. Zudem wurde auch der gebürtige Ludwigshafener Christian Dissinger ins Aufgebot berufen. Verstärkung im Anflug. Laut RON-Informationen soll Adlermanager Jan-Axel Alavara kurz vor der Verpflichtung eines neuen Spielers für den personellen dünnen Adlerkader sein. Der Eishockey-Rekordmeister gab kurz vor dem 5:1-Auftakterfolg gegen Nürnberg am Wochenende die Abgänge von drei Akteuren bekannt. Mit dem Verteidiger Chad Billens wurde der Vertrag einvernehmlich aufgelöst. Zudem endete die Leihe mit den Stürmern Marc Michaelis und Leon Bergmann. Die beiden Deutschen stehen in der National Hockey League unter Vertrag und wurden nun von ihren Teams nach Nordamerika zurückbeordert, um sich auf die anstehende NHL-Saison vorzubereiten. Boah, das war jetzt aber auch eine Menge Sport. Deshalb machen wir eine kurze Verschnaufpause und dann gibt es den großen Flimmerkistentest und wir verteilen wieder satte Gutscheine.
Willkommen zurück, Bayron. Gerade so um die Weihnachtszeit, da überlegt sich ja so mancher, sich einen neuen Fernseher zuzulegen. Ne? Möglichst groß soll er möglicherweise sein. Ist dann auch noch die Frage, welche Technik, ja, und welches Modell überhaupt. Die Stiftung Warentest hat sich 40 Geräte genauer angeschaut. Kurz vor dem Lockdown machen wir uns mit Familie Jägin für Sie nochmal schnell auf Fernsehsafari. Ich will einen richtig großen Fernseher haben. Und meine Frau sagt, meiner soll über 70 Zoll sein. Meine Frau sagt, 65 reicht. Oder was sagst du? Genau, also reicht. Ich meine, wir brauchen kein Heimkino zu Hause. Doch. 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 Da sind sich zumindest Papa Erdal und die Kinder einig. Mama Nihal guckt lieber auf den Preis. Ihre Schmerzgrenze liegt bei 2000 Euro. Stiftung Warentest schaut auf beides, Preis und Größe. Sparfüchse aufgepasst, den Preissieger gibt's schon für unter 500 Euro. Vorher schauen wir uns aber das Siegertreppchen an. Getestet wurden Fernseher mit 49, 55 und 65 Zoll. Bei den drei Größengruppen, die wir jetzt getestet haben, liegt jeweils LG vorne, jeweils mit einem OLED-Modell, also wirklich sehr gute Bildqualität und auch sonst rundum gut, aber eben auch ziemlich teuer, allesamt über 1500 Euro. Aber es geht auch deutlich preiswerter. Zum Beispiel Sony, Philips, Panasonic, die bauen auch oft gute Geräte. Es ist allerdings so, dass gerade LG und Samsung nicht nur ziemlich gute Geräte bauen, sondern auch vergleichsweise günstige. Das günstigste gute Modell mit einer Zweierbenotung gibt's für gerade mal 425 Euro von Samsung in 50 Zoll. Im Niedrigpreissektor haben auch der Philips-Fernseher für 495 Euro in 50 Zoll und das Sony-Exemplar für 650 Euro in 49 Zoll gut abgeschnitten. Familie Jägin will's aber eine gute Nummer größer und hat sich buchstäblich in dieses 65 Zoll-Exemplar von LG verguckt. Guck, das ist die Fernbedienung. Ja, yeah. Okay. Guck, wie schön das viel Staub gestochen hat. Wer unbedingt noch einen Fernseher als Weihnachtsgeschenk kaufen will, sollte sich beeilen. Online sind schon jetzt ein paar Geräte nicht mehr vor den Feiertagen lieferbar. Familie Jägin hat ihre Wahl getroffen. Der ist es. Sie warten aber lieber noch mit dem Kauf bis nach Weihnachten. Das rät auch Stiftung Warentest. Natürlich setzen die Hersteller, aber auch die Händler stark aufs Weihnachtsgeschäft. Von daher kann man davon ausgehen, dass es nach Weihnachten vielleicht noch mal günstiger wird als jetzt. Also wenn es nicht unbedingt zum Fest noch dringend ein neuer Fernseher sein muss, kann es nicht schaden, noch bis nach Weihnachten zu warten. Und zwar am besten, bis der Lockdown wieder vorbei ist. Denn Stiftung Warentest hat noch ein überraschendes Ergebnis. 2 von 3 Fernsehern waren im Laden günstiger als im Netz. Jetzt haben wir knackig noch die Wetteraussichten für Sie. Morgen prasselt kräftiger Regen runter und der Dienstag fällt buchstäblich ins Wasser. Die Sonne hat dabei leider gar keine Chance. Der Wind dreht auf Südwest und frischt vor allem im Bergland stürmisch auf. Von Winter ist keine Spur, denn es gelangt sehr milde Luft zu uns. Die Temperaturen bewegen sich damit zwischen 12 Grad im Odenwald und 15 Grad am Rhein. Draußen fühlt es sich trotz Regenwetters also fast schon frühlingshaft an. Am Mittwoch lockert die Wolkendecke wenigstens ab und zu mal auf. Dazu erwartet uns Regen, kräftiger Wind und milde Temperaturen. Am Heiligen Abend steht ebenfalls Regen auf dem Programm. Die Luft kühlt sich langsam ab. Am ersten Weihnachtsfeiertag kündigt sich der Winter dann mit Kälte und Flocken bis in tiefe Lagen an. Mehr als 4 Grad sind nicht mehr drin. Wir beschenken Sie ja in diesem Dezember wieder ordentlich mit unserem Adventskalender. Und heute gibt es einen Gutschein im Wert von 100 Euro. Der Ron-Adventskalender wird präsentiert von Q6 Q7 Mannheim. Unsere Shops für den täglichen Bedarf sind auch weiterhin für Sie da. Und diese 100 Euro können Sie verschlemmen bei Emma Wolf. Erstklassiges Fine Dining in einer lockeren Atmosphäre, ohne die Steifheit eines Luxusrestaurants. So versteht sich das Lokal im Q6, Q7. Und ob mit oder ohne Gutschein aus dem Kalender, kommen Sie doch einfach mal vorbei. Der Ron-Adventskalender wurde präsentiert von Q6, Q7 Mannheim. Unsere Shops für den täglichen Bedarf sind auch weiterhin für Sie da. Im Übrigen, Emma Wolf, sind's 1920. Warum eigentlich? Dennis Meyer, der Sternekoch dort, der wurde quasi inspiriert von seiner Großmutter Emma Wolf. Also sie hat ihm die Liebe zum Kochen geweckt. Ja, so viel zu der Geschichte. Wie gesagt, einfach mal vorbeigehen und schlemmen. Lernen bzw. informieren ist heute auch nochmal ein ganz wichtiges Stichwort, Marcel. Heute. Genau, alles rund ums Impfen. Wir haben nochmal eine RTL
Ja, Sondersendung zum Thema Corona, zum Thema Impfstoff um 20.15 Uhr heute. Also auch da informieren Sie sich am besten. Ja, und also dranbleiben, bis dahin, im Grunde genommen einfach. Genau, und bis dahin noch ein bisschen schlemmen. Richtig. Jetzt gibt es exklusiv und uns gibt es morgen wieder um 18 Uhr hier bei Ron. Also Ihnen einen schönen Abend und bis morgen. Tschüss.